So, hallo Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal was anderes. Heute sehen wir uns das neue Video von dem Kanal Lohnt sich das an? Und wie ihr hier schon erkennen könnt, ich bin großer Fan von Lohnt sich das. Ich schaue mir seit Jahren schon Videos von denen an. Und die haben ein neues Video rausgebracht, vom Fließband in die IT, Gehalt als Mitarbeiter im Digitalisierungsmanagement. Da bin ich mal gespannt, was auf uns zukommt. Wir werden jetzt gemeinsam drauf reagieren. Also los geht's. Und falls du noch hier bist, mein Name ist Adam, ich bin seit 7 Jahren IT-Berater. Bevor das Video losgeht, würde ich mich sehr freuen, wenn du unten auf Abonnieren klicken würdest. Und wir werden jetzt gemeinsam auf das Video reagieren. Der Sprung von Postbote auf IT, das ist schon 180-Grad-Wende, würde ich mal sagen. Das Schlimmste, was passieren kann. Also das ist schon krass, ne? Wenn du vom Postboten in die IT kommst und dann einen vernünftigen Job hast in der IT, das hinzukriegen, neben einem Vollzeitjob in die IT einzusteigen. Ich bin mal gespannt, wie er es gemacht hat. Je nachdem, wenn du es selbstständig gemacht hast, das ist wirklich sehr, sehr hart, selbstständig so weit zu kommen, dass man in der IT einen Job kriegt. Kann, wenn unser komplettes Lager steht oder sowas, das wäre teurer Spaß. Das geht schon im Millionenbereich. Ich habe da vergessen, einen Mini-Haken zu setzen, der fatale Auswirkungen hatte. Hi, ich. Sein Display ist ja geil, ne? Der hat so ein riesen Curve-Display, habt ihr das gesehen? Der fatale Auswirkungen hatte. Das ist so ein. Ist das ein Display? Ja, das ist ein Display. Das ist schon mega cool. Hi, ich bin Sven, ich bin 25 Jahre alt, arbeite als Kaufmann für Digitalisierungsmanagement in einer Molkerei in Schwarzenfeld und ihr dürft mich heute einen ganzen Tag lang begleiten. Morgen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu oft stoppe, aber ich muss sagen, in dem Job als IT-Berater, ich muss mir ein bisschen vorspulen, solche Anlagen zu sehen, solche Unternehmen zu sehen hier, was man hier gesehen hat, da kommt man als normaler Mensch nicht rein. Und ich als IT-Berater, ich bin halt bei allen möglichen Kunden unterwegs. Und das ist schon ziemlich cool, wenn du mal so eine Führung bekommst durch solche Unternehmen, was man sonst nie sehen würde. Morgen. Geil, das ist digitalisieren, wie es auch das Berufsbild schon sagt. Wir optimieren quasi Arbeitsprozesse, aber wir machen auch so simple Sachen wie einfach Fehlerbehebungen von Usern. Besprechung vorbereiten, Besprechung Controlling, Etiketten checken in Käserei, IT-Tickets bearbeiten. Das hört sich nach so einer Stelle an. Ein Mix aus IT-Admin und einem Projektmanager, Projektleiter, der halt für die Digitalisierung verantwortlich ist. Sollen wir mal sehen. Bin ich mal gespannt. Dann bringe ich noch eben kurz das Telefon zum Kollegen, der Bereitschaft hat. Wenn der da ist, hoffentlich. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn unser komplettes Lager steht oder sowas, dann haben wir heute hier richtig Party im Büro. Wie würde es zustande kommen? Einfach softwareseitig zum Beispiel irgendein Problem, was wir nicht beheben können, was wir die Firma quasi kontaktieren müssen, von dem die Software ist. Und dann kommt es zum Stillstand für 3-4 Stunden im Lager. Heißt, wir können keine Paletten einlagern, heißt, wir können nicht produzieren. Heißt, im Endeffekt kann sogar passieren, dass die Milch weggeschüttet werden muss, weil wir einfach nicht so mitmachen können. Also das wäre teurer Spaß. Und deswegen hat man auch einen Bereitschaftsdienst in solchen Unternehmen, wo es halt sehr, sehr wichtig ist, dass das Unternehmen läuft, dass es funktioniert. Wenn gerade mal etwas nicht funktioniert und alle Mitarbeiter sind im Feierabend oder an einem Wochenende oder an einem Feiertag und du erreichst niemanden, dann macht das Unternehmen Minus ohne Ende. Und im letzten Unternehmen habe ich auch eine Bereitschaft gehabt und ich muss euch echt sagen, ich werde nie wieder in einen Job gehen mit Bereitschaft. Es ist zwar sehr, sehr wichtig für das Unternehmen, für mich persönlich ist es aber wichtiger, dass ich in meiner Freizeit auch die Zeit mit meiner Familie genießen kann. Ich konnte an Wochenenden und Abenden nicht raus, nicht wegfahren, weil ich die ganze Zeit am Telefon quasi warten musste, bis ein Kunde anruft, sodass ich dann innerhalb von Minuten am PC sein kann und für den Kunden tätig sein kann. Werde ich nie wieder machen. Wovon reden wir da sonst? Ja, das geht schon im Millionenbereich. So, gehen wir? Ja, gehen wir. Wo sind wir? Combox 2, oder? Wir haben einen täglichen Milchumsatz von 2 bis 3 Millionen Liter am Tag. Es ist tatsächlich so, dass wir 2 bis 3 Millionen 24/7 produzieren. Das heißt, bei uns kommt 24/7 die Milch rein und es wird auch 24/7 verladen. Stellt euch das mal vor, was für Zahlen das sind. Wegen der einen Thematik noch in der Lenkung das hinbekommen. Guten Morgen, hier reinspaziert. Ja, naja, dann kannst du gleich direkt zu mir hier setzen, wenn es. Wir starten den Prozess ganz normal. Wir gehen jetzt einfach mal durch. Wir haben hier ein paar Änderungen quasi einmal durchgeführt. Ich glaube, das meiste haben wir beim letzten Mal schon abgehakt. Ganz stupid erklärt ist ein Workflow, ein Arbeitsablauf, den wir digitalisiert haben.
und auch mit kleinen Hilfen versehen haben, damit es auch wirklich jeder Mitarbeiter, der bei uns auch neu angefangen hat, den sofort eigentlich erstellen kann oder ausfüllen kann. Änderungen. Das ist mega cool. Das war auch der Grund dafür, weshalb ich mich initial für ein Wirtschaftsstudium entschieden habe. Weil ich habe einen Online-Artikel gelesen darüber, was man als Wirtschaftsinformatiker machen kann. Und da gab es ein Beispiel von einem Fahrradhersteller. Wenn zum Beispiel jemand online Fahrrad bestellt, dann wird das Ganze ja ausgedruckt, was der Kunde sich konfiguriert hat. Und das als DIN A4-Zettel geht dann in die Abteilung, die die Teile bestellt. Und dann geht nochmal ein DIN A4-Zettel in die Abteilung, die das Fahrrad zusammenbaut. Und das muss dann in den Verkauf gehen, die dann beim Kunden anrufen und sagen, hey, dein Fahrrad ist fertig und komm dein Fahrrad mal abholen. Und während des ganzen Prozesses weiß der Kunde erstens nicht, wie weit sein Fahrrad ist, wann er sein Fahrrad abholen kann. Und zweitens, das Unternehmen hantiert die ganze Zeit mit Blättern hin und her. Und ein klassischer Digitalisierungsjob wäre es, das Ganze halt mit Software auszustatten, dass das Online-Shop in eine Software einspeist, dass die Abteilung dann die Sachen bestellt, dass dann die Kollegen im Werkstatt sehen können, ach, das muss ich als nächstes zusammenbauen, also hole ich mal die Teile ab. Und dass der Kunde dann auch in Echtzeit sehen kann, wie weit sein Fahrrad gerade ist. Das soll so ein klassischer Job für einen Wirtschaftsinformatiker gewesen sein. Deswegen hatte ich Wirtschaftsinformatik am Anfang studiert. Nummer 1 war mit Info an PE, PO, dass wenn kein Vorlageartikel einmal vorhanden ist, dass da eine Info an die Produktentwicklung rausgeht. Und wenn einer vorhanden ist, weiß nicht, gibt es ja dann schon, dass dann keine Info mehr rausgeht. Es ist super wichtig, dass bei uns auch auf die kleinsten Zahlen geachtet wird. Also bei mir gab es mal einen kleinen Fall. Ich habe da vergessen, einen Mini-Haken zu setzen, der fatale Auswirkungen hat. Das heißt also, der Lagerstatt hat gesagt, nee, die Paletten lagern wir nicht ein, bitte schickt sie zum Verbrennung quasi oder unsere Biogasanlage. Und das ist dann vorgekommen, dass es eben, ich glaube, über 40 Paletten waren, das die weggeschmissen worden sind. 40 Paletten. Das geht in der IT wirklich schnell, da muss man sehr, sehr aufpassen. Paletten, das sind ein paar Tonnen an Lebensmitteln, die da weggeschmissen worden sind. Das ist halt einfach. Das kennen halt nicht die Programmierer, wenn man vergisst, irgendwie ein Zeichen einzusetzen, irgendwie ein Semikolon oder so, dass das Programm dann nicht läuft, dass ein Fehler ausgegeben wird. Beim Programmieren ist das halt nicht so schlimm, aber wenn du hier einen Fehler machst, war es schon eine große Verantwortung. Stetiger Lernprozess, der Job hier. Das muss jetzt mal sehen. Ja, muss es mal durchtesten, ja. Wirken lassen. So ein bisschen so ein Live-Test müssten wir da jetzt einmal fahren. Das können wir mal machen. Dann machen wir nächste Woche, übernächste Woche mal einen Testlauf. Jo. Nachdem. Ja. Geben wir allen Bescheid und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ich bin gespannt. Gibt's Pizza oder sowas? Pizza können wir machen, ja. Dankeschön. Sehr, sehr wichtig und richtig, eine eigene Kantine zu haben. Und dass die auch die Pizza, ich gehe mal davon aus, dass sie die jetzt frisch gemacht haben. Ich habe auch schon alle möglichen Kantinen gesehen, von Großkantinen bis irgendwelche kleinen Kantinen, wo Aufbackpizzen quasi gemacht werden. Und ich muss sagen, ich war bei einigen Kunden, vor allem bei Großkunden, die haben eine sehr, sehr gute Kantine und da würde ich jeden Tag essen. Genau, dann gibt es noch einmal weiße Kittel, die brauchen wir in der Produktion. Natürlich aus Hygienevorschriften, damit wir da auch rein dürfen, weil mit Privatklamotten darf man da nicht rein. Ja, mein Werdegang ist ein bisschen wild gewesen, sage ich mal. Ich habe erstmal bei uns hier in der Produktion angefangen, weil ich einfach ein bisschen Geld verdienen wollte. Ich wusste zu der Zeit nicht, was ich arbeiten soll. Ich war dafür zuständig, dass die verpackten Käsebrote in die Kartons kommen, palettiert werden und weggeschickt werden. Je nachdem, wie viel Sonntag oder Feiertage du arbeitest, hast du halt dementsprechend viel Geld bekommen. Aber im Schnitt würde ich sagen, es war so irgendwo bei 2,7 bis 2,9 in der Spanne. Warum ich gewechselt bin, ganz einfach. Ich fand die Arbeit zu eintönig und ich wollte auch nicht mehr im Schichtsystem arbeiten. Im Intranet habe ich dann gesehen, hey, da wird eine Stelle ausgeschrieben im Bereich IT. In IT wollte ich eigentlich. Also der hat die mittlere Reife gemacht, Ausbildung zum Kaufmann für Kurier, Express und Postdienstleistungen, Mitarbeiterpalettierung, Mitarbeiter im Digitalisierungsmanagement. Okay, da hat er sich wahrscheinlich intern weitergebildet. Sowieso immer mal reinrutschen und habe mich dann beworben und bin dann Gott sei Dank genommen worden. Der Sprung von Postbote auf IT, das ist schon 180-Grad-Wende, würde ich mal sagen. Für mich war am Anfang das Thema Programmieren tatsächlich echt so. So wie so Science Fiction, am Kopf zumindest, dann informierst du dich einfach ein bisschen über diverse Seiten, lernst ein bisschen was, vielleicht auch über YouTube-Videos oder sowas, Tutorials, und dann macht das auf einmal Sinn und du kannst dann noch ein paar Monaten auf einmal deine eigenen Texte zusammenschreiben. Das sage ich immer wieder. So viele Leute sagen zu mir, ey Adam, deinen Job könnte ich nie im Leben machen. Ich würde das niemals verstehen, ich verstehe das nicht. Kann aber nicht sein, dass nur ich das verstehe, du das aber nicht verstehst. Du bist genauso ein Mensch wie ich. Es kann gut sein, dass ein Mensch vielleicht nicht in der Lage ist, etwas so schnell zu verstehen wie ein anderer, aber
Jeder Mensch kann diesen Job ausüben, jeder Mensch kann das verstehen. Wenn du natürlich kein Interesse dran hast, dann ist es umso schwieriger und anstrengender für dich, in das Thema reinzukommen. Aber das hört sich jetzt bei dem Kollegen so an, als hätte er intern den Job angenommen oder wurde intern in den Job halt quasi reingesteckt und er hätte keine Weiterbildung oder so bekommen. Bin mal gespannt, ob da noch was dazu kommt. Servus. Mal gucken. Dann schauen wir mal, dass es das Etikett aktualisiert und das. Also was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja, ist nicht klassischer IT oder klassisches IT-Management an sich. Nicht IT-Management, sondern IT-Administration. Er ist verantwortlich für die IT in den Geräten oder in der OT, würde man sagen, dass das Ganze läuft. Also wenn da irgendwo mal eine Maschine kaputt ist, dass er halt dafür sorgt, dass er ein IT-Verständnis mitbringt, dass das Produkt wieder läuft. So habe ich das verstanden bis jetzt, den Job. Aber jetzt nicht klassisch irgendwie als Administrator Netzwerke irgendwas machen. Und bin auch mal gespannt, ob er irgendwas zum Thema Programmieren zeigt oder was gemacht hat. Sehen wir quasi, wie es Etikett jetzt ausschaut, und jetzt wollen wir natürlich noch ein physisches Etikett haben. Dazu nehmen wir unseren ganz leichten Karton und führen den einfach mal hier drüber. Zack. Und jetzt haben wir hier ein neues Etikett. Alles, was per Anfrage von Mitarbeitern reinkommt, wird täglich abgearbeitet. Also zum Beispiel, ich brauche irgendeinen Ordner frei, ich brauche irgendein Programm frei. Das sind aktuell bei mir die offenen Tickets. Fresh Service, okay. Jetzt noch, die bei uns in der Gruppe drin liegen. Schauen wir hier rein. Genau, das soll einfach ein bestehender Kreditorkonto, also von der Finanzbuchhaltung ein Konto, damit die was verbuchen können. Soll in anderen Mandanten angelegt werden. So, da gebe ich einmal die Nummer ein. Zack, das ist quasi einmal unser Konto für den Kreditoren und der soll in den anderen Mandanten. Dann mache ich mein zweites Programm auf. Konto ist fertig angelegt und ich kann der Mitarbeiterin schreiben, dass es angelegt ist. Und Ticket ist quasi gelöst. Das ging sehr fix. Das ging fix, ja. Einer der also wie gesagt, er ist halt kein klassischer IT-Administrator. Er ist dafür verantwortlich, dass die Geräte, die OT-Geräte, also die großen Geräte, die ihr in der Halle gesehen habt, dass das Ganze läuft. Und er ist dafür verantwortlich, dass die Produkte, die sie intern im Unternehmen einsetzen, dass das Ganze gepflegt wird. Einfach mal Aufgaben hier. Und jetzt fahre ich quasi einmal alles runter. Und dann geht's ab in den Feierabend. Ich verdiene 3.853 Euro brutto im Monat. Dazu kommt natürlich noch eine Bereitschaftspauschale und gegebenenfalls Zuschläge noch. Das waren dem letzten Monat, ich glaube, nochmal um die 250 Euro ungefähr an Pauschale nochmal drauf. Und so kommt man roundabout ja, auf 2,6 netto ungefähr. Das ist ja weniger. Ja, das ist weniger. Ich habe tatsächlich sogar noch weniger verdient, wo ich angefangen habe. Da waren wir bei 2.000 Euro netto ungefähr. Warum hat es sich für mich gelohnt? Ja, also als allererstes natürlich, du arbeitest keine Schicht mehr, du arbeitest Montag bis Freitag, hast was für dein Leben. Und natürlich auch hast du eine beruflichere Herausforderung, du hast einen anspruchsvolleren Job. Also ich freue mich mega für ihn, dass er in die IT gegangen ist. Ich habe jetzt bei dem Titel, habe ich erst gedacht, vom Fließband in die IT, dass er auch wirklich IT-administrationstätige Aufgaben macht, dass er für das Netzwerk zuständig ist, dass er für die Hardware zuständig ist im Unternehmen. Das macht er allerdings nicht, aber ist trotzdem, ich finde, ist ein sehr abwechslungsreicher Job, weil du sitzt nicht so wie ich zum Beispiel 8 Stunden am Tag hier die ganze Zeit am Rechner, hast deine Tastatur, deine Maus, hast deine 2 Monitore und telefonierst ab und zu mit Kunden und verwaltest deren Systeme. Das hat er nicht. Er hat sehr viel Bewegung, er hat sehr viel Abwechslung, er sieht so viele verschiedene Sachen in der OT, das ist auch, also OT ist bei uns so groß, dass wir eine eigene Abteilung haben im Unternehmen. Das sind die OT-Spezialisten, die kennen sich dann mit den OT-Protokollen aus, mit den ganzen Richtlinien und Vorgaben und was es da alles gibt. Und ich verstehe auch seinen Punkt, dass er sagt, dann verdiene ich halt weniger, und das ist ja viel weniger, von 2,7 auf 2 runter zu rutschen, das macht einen großen Unterschied. Aber dann zu sagen, ich habe mein Leben davon zurück, ich muss nicht mehr in Schicht arbeiten, und er macht einen Job, der ihm wahrscheinlich Spaß macht. Also das war so jetzt im ersten Moment so aus, als ob er Spaß an dem Job hat. Sonst wird man den Job halt nicht machen. Und das sehe ich sehr, sehr oft, dass Leute wirklich, die sehr, sehr gutes Geld verdienen, sogar auf die Hälfte des Gehalts runtergehen, damit die halt was vom Leben haben, damit die mehr Zeit für ihre Familie und ihre Kinder haben. Das klingt vielleicht komisch für diejenigen, die keine Familie, keine Kinder haben, die noch jung sind, die vielleicht gerade im Abi sind, Ausbildung oder am Studieren sind. Man will ja eigentlich immer mehr Geld verdienen. Aber tendenziell wird er in der Zukunft, und er ist ja noch jung, wird er in der Zukunft viel mehr Geld verdienen, als was er halt bis jetzt verdient hat.
Und übrigens, sehr, sehr geile Karre. Sehr geile Karre. E46. So, reinspaziert. 580 ist nicht viel. Ein bisschen Licht an. Zeige ich mal kurz meine kleine, aber feine Wohnung. Da haben wir einmal das Schlafzimmer. Ich zock gerne, ja, tatsächlich. Geil, das ist der Traum eines Mannes. Kleine Wohnung, ist egal, wie groß die Wohnung ist. Eine kleine Wohnung, aber so eine Gaming-Ecke, auch wenn das im Schlafzimmer ist und dann so ein Fernseher da hängen haben. Wenn du keinen Bock mehr auf Game hast, legst du dich ins Bett, dann kannst du oben Netflix gucken und einschlafen. Geil. Aktuell zocke ich viel Sim-Racing, also Assetto Corsa. Einmal mit Lenkrad. Schon mal den Computer mal einschalten. So. Alter. Starten wir einmal das Spiel. Tatsächlich fahre ich eigentlich super gern Porsche. Aber aktuell bin ich auf Ferrari umgestiegen. Ich hab das schwarze Fohlen auf der. Fehlt nur noch eine VR-Brille und der hat ein geiles Setup. Für 4.000 Euro so ein A-Racing-Setup zu holen. Wahrscheinlich meinen die mit 4.000 Euro auch seinen Computer und alles, was dazu gehört, mit seinem Mikrofon und so. Aber geil. Und lad dich ein auf einen Espresso mit mir. Emanuelo. Maranello. Ich hab das schwarze Fohlen auf der Tür. Und lad dich ein auf eine Spritztour mit mir. Das ist gut, fast 500 Euro für Mobilität. Das scheint mir ein bisschen viel, aber gut. Essen, ja, Freizeit, Versicherung, Kleidung, Körperpflege 125, 650 Euro noch über zu haben von dem Gehalt. Das finde ich gut. Und kommt jetzt noch was? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall ein Kanalabo da hier unten. Wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, einmal hier geht's zum nächsten Video oder vielleicht wollt ihr auch einfach einen Job auf hoher See, dann geht's einmal hier lang. So ein Like hat das Video auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt erwartet, dass da ein IT-lastiges Video kommt, dass er ein Netzwerkadministrator ist oder etwas in die Richtung, dass er sich mega weitergebildet hat, selbstständig etwas beigebracht hat oder eine Umschulung gemacht hat. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant, das Video. Und ich habe mich mal inspirieren lassen von Lohnt sich das und habe auch mehrere Tage in meinem Leben als IT-Berater gedreht und das hochgeladen auf YouTube. Schau mal hier vorbei in diesem Video, da habe ich einen ganzen Tag verfilmt. Und bevor du weg bist, lass mir gerne einen Daumen hoch da und ein Feedback in den Kommentaren. Ansonsten, wie immer, bleib gesund und nett zueinander und ciao.